gar nicht so schlecht ist, auch wenn die Normen ein bisschen runtergestuft worden sind. Aber es gibt eine Generation, die kommt nach London und dazu gehören die beiden Deiblers, die Gebrüder auf den Bahnen 3 und 4 über 100 Meter Freistil. Und ich zähle dazu natürlich auch Dimitri Kolupajew vom SSV Undine in Mainz. Auch ein Mann, der durchaus große Zukunftshoffnungen trägt. Nicht unbedingt über diese 100 Meter Freistil, er ist mehr der Spezialist der längeren, der 200 Meter Distanz. Geht vorne los mit Tim Torben Suck vom Potsdamer SV. Auch ein Perspektivschwimmer, der mit den Kollegen aus Potsdam im Januar zu einem Grand Prix in den USA war, ganz erfolgreich zurückkam. Philipp Wolf von den Stadtwerken in München. Auch er ein bekanntes Gesicht bei den deutschen Meisterschaften. Dann Marco Di Carli aus Frankfurt, mehrfacher deutscher Meister und seit 2011 auch deutscher Rekordhalter. Dann der erste der Deiblers. Markus besitzt seit neuestem eine Eisdiele auf St. Pauli, gemeinsam mit seiner Freundin. Aber er schwimmt noch unverdrossen weiter. Eine Bahn darüber, der 3 Jahre ältere Steffen Deibler vom Hamburger Sportschwimmclub, die beiden. In London der große Lichtblick mit dem 4. Platz über 100 Meter Schmetterling. Kevin Leithold, überraschenderweise der 2. Im Februar auch er bei einem Grand Prix in den USA gegen alle Cracks geschwommen. Und da haben wir Dimitri Kolupajew. Studiert ebenfalls in den USA, in Southern California. Christoph Fildebrand, der Titelverteidiger. Aber letztes Jahr war er 1,7 Sekunden schneller als heute Morgen. Er wird jetzt ein bisschen draufpacken müssen, um ganz vorne reinzukommen. Ebenfalls von der Startgemeinschaft Bayer Wuppertal, Uerdingen und Dormagen, Max Rahl. Und ganz oben auf Bahn 1, Maximilian Oswald, stammt aus der Nähe von Geislingen, ist hierher nach Berlin zur SG Neukölln gewechselt. Ein Mann mit gesundem Selbstbewusstsein, der hat gesagt, Rio ist ein Muss. 100 Meter Freistil. Auf den gelben Bahnen, also in der Mitte, auf 4, Steffen Deibler. Eine Bahn darüber, Leithold, Kevin Leithold und dann Dimitri Kolupajew. Wird der jüngere Markus Deibler vorne auf Bahn 3 in diese Phalanx einbrechen können. Wenn ich sage Bahn 3, dann heißt das, er ist der 4. von unten. Ist ein bisschen verwirrend. Bester Start für Kevin Leithold. Er hat ganze 68 Hundertstel gebraucht. Der Mann auf Bahn 5 auf der oberen gelben Bahn. Deibler, Durchgangszeit 23,26 Sekunden. Das liegt im Bereich seines normalen Leistungsvermögens. Er war aber schon zweimal schneller. Deibler, der Hamburger, auf der unteren gelben Bahn. Und die weiße Linie verdeutlicht die geforderte Norm. Und die hat er scheinbar locker zu diesem Zeitpunkt. Möglicherweise sind es sogar 2. Doppelsieg für die Deibler-Brüder. Und beide mit der geforderten Qualifikation. Das nenne ich ein erfolgreiches Familienunternehmen. Rechts Steffen Deibler, der Ältere. Links Markus Deibler. Auf den Plätzen dahinter haben wir auf Platz 2, wie gesagt, Markus. Dann Marco Di Carli, doch noch in der Zeit von unter 50 Sekunden. Also alle ein bisschen schneller als heute Morgen. Aber überragend die einzigen beiden unter 49 Sekunden. Da vorne Steffen und Markus Deibler. Da haben wir uns nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, Christian Keller, als wir gesagt haben eingangs, das ist so der kleine Perspektivkreis für Rio. Ja, zumindest auch Steffen Deibler sieht man gerade, wie kraftvoll sein Start jetzt war und dann die Auftauchphase, wo er die ersten Meter keine Luft holt. Und Steffen ist ja einer der Überraschungsfinalisten gewesen in London bei Olympischen Spielen, wo er ja ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt ist und hier jetzt mit einer halben Körperlänge vor seinem Bruder gewinnt und gestern ja auch schon über die 50 Meter Schmetterling eine Hundertstel nur über seinem eigenen persönlichen deutschen Rekord geschwommen ist, hier seinen 2. deutschen Meistertitel errungen hat. Und die Brüder Dahler trainieren ja auch zusammen und freuen sich hier zu Recht über diesen Familiendoppelsieg mit sehr guten Zeiten. Und jede Zeit unter 49 Sekunden ist schon eine tolle 100 Meter Freistilzeit. Sie freuen sich nicht nur zu Recht über diesen Doppelerfolg über 100 Meter Freistil, sondern sie stehen jetzt auch völlig zu Recht bei Alex an der Interviewposition. Brüder, und beide sind in Barcelona mit dabei. Steffen Deibler, hatten sich das so leicht vorgestellt heute? Also nee, ich bin echt überrascht über die Zeit.
Das ist wirklich eine gute 100-Grad-Zeit mal wieder. Und es war halt morgen um 8 sehr anstrengend. Und das hat jetzt echt Spaß gemacht. Mit Markus nebendran, der hat mich auch gut gezogen, also gut gepusht die letzten Meter, weil er wirklich reingekommen ist. Und ja, voll cool, dass wir beide Platz 1 und 2 sind. Spaß gemacht hat es, aber ein bisschen anstrengend war es offenbar doch. Markus, sind Sie schon ungefähr da, wo Sie sein wollten? Oh, nicht ganz. Also mit der Zeit bin ich voll zufrieden, das Beste ganz knapp. Aber ich denke, ich kann auch mal ein bisschen schneller schwimmen. Dankeschön. Danke. So sieht das dann aus über 100 Meter Freistiler. Sehen Sie zwei Schwimmer, nämlich die Gebrüder Deibler, die eigentlich aus Süddeutschland stammen, dann vor 3 Jahren nach Hamburg gegangen sind.